Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Cells. In der letzten Folge haben wir mal wieder versucht, diese Tubes zu bekommen, sind beim Glockentypi gestorben, wir werden wieder mit einer Blutzelle hier spielen, Stammzelle, was auch immer, Hayabusa-Stiefel, war doch immer hier von mir aus, und ich nehme mal den Schild mit, denn der PS, ich meinte, ich kann nicht parieren und sollte das unbedingt mal lernen, aber PS, ich kann sehr gut parieren, hier, ich zeig dir das gleich. Heute werden wir übrigens mal was anderes machen. Blöder Blitzschlag, wer braucht schon Blitzschlag? Ich brauche keinen Blitzschlag, bin ich ein Pikachu oder was? auf jeden Fall werden wir heute mal, oh, okay, ich fühle mich ein bisschen wie Lee aus Naruto. Wir werden heute auf Brutalität gehen. Denn ich möchte mal ein bisschen Damage machen und ich glaube, das ist ganz geil. Und so wie es aussieht. Na gut, das war ein bisschen zu spät pariert. Ja, ist richtig. Aber wir kriegen das schon noch hin. Ja, wir werden auf Brutalität gehen, um schön viel Damage zu machen. Ich habe die Befürchtung, ich werde diese Waffe, die wir jetzt haben, also diese komischen Schuhe, noch relativ früh abgeben. Zur nächstbesten Gelegenheit. Obwohl die eigentlich ganz cool sind, so. Man muss halt sehr nah an die Gegner rangehen damit. Am liebsten hätte ich, glaube ich, einen Speer. Die sind ja, glaube ich, auch rot und grün oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Und ansonsten haben wir jetzt auch am Anfang diesen komischen Schild, der viel Schaden austeilt, so statt dass da, glaube ich, wenn man schön im richtigen Moment blockt. Okay, wieso hat er mich trotzdem getroffen und wieso? Lol, wir können mit unseren Schuhen auch blocken. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oder parieren, besser gesagt? Das ist ja mega witzig. Okay, wir werden noch einmal auf grün gehen, später allerdings erst, weil das halt 70% Stuff gibt. Ich glaube, ich gehe einmal auf grün, wenn wir halt rot einfach nicht verbessern können. Aber ich glaube, für die erste Ebene sind diese Stiefel sogar gar nicht mal so kacke und anscheinend macht auch jeder dritte Attack, wie gesagt, irgendwie so ein richtig starke Attacke. Eine andere Sache, die ich auch machen werde, ich werde in den ersten Ausgang gehen, den ich sehe. Das heißt, ich werde ein bisschen auf Zeit spielen und werde dann nicht im ganzen Level nochmal umherlaufen, um dann die einfachere, vermeintlich einfachere Route zu nehmen. Sondern ich nehme die erste Route, die ich halt finde. Jetzt war das ein bisschen Glück, dass wir hier gleich die Promenade gefunden haben. Nehmen wir natürlich das Amulett mit, weil Amulette am Anfang sind immer sehr wichtig, finde ich zumindest. Haben leider keine 30 Gegner getötet. Und der PS, ich meinte nämlich, ich muss hier gar nicht meine Zellen einsetzen für diesen Kram. Ich habe übrigens noch eine neue Mutation gefunden am Anfang in der Startsequenz. Zeige ich euch noch, wie man da hinkommt, wenn ich das nicht vergesse. Ist eigentlich auch ganz interessant, aber will ich sowieso nicht, diese Mutation. Und ich dachte ja, man kann die ja nicht durch, weil ich immer nur RB gedrückt habe. Aber man kann diese Tür einfach kaputt machen. Das wusste ich schon irgendwann mal, aber ich habe es einfach wieder vergessen. Aber das heißt, ich kann jetzt meine Zellen behalten. Ja, komm, machen wir das mal auf ++. Why not? Dieses Schild werden wir wahrscheinlich noch länger behalten. Ja, man kann es kaputt machen und jetzt habe ich halt meine Zellen quasi behalten, meine 25. Und wenn wir jetzt in der Promenade der Verdammten durch sind, dann kommt ja irgendwann dieser Zellenverbesserungstypi, wo dann die Items, die man findet, besser werden und dann kann ich da schneller meine Zellen benutzen. Statt die Zellen jetzt für irgendwelche komischen Mutationen oder Ausrüstungsskins zu benutzen, die ich sowieso nicht brauche. Versteht ihr, Leute? Ihr versteht mich, oder? Ich glaube, ihr versteht mich. So, hier. Block, zau, bau, kaputt, mach, Gedöns. Aber ich kann blocken. Piesig, das hat mich sehr verletzt, als du geschrieben hast. Ich kann nicht blocken oder parieren, besser gesagt. Ich habe das jetzt auch ein bisschen trainiert. Guck mal, hier. Hier haben wir doch was Gutes. Hier haben wir kein Rotes, deswegen... Oh, wieso bringt hier Grün nur so wenig? Das ist ja lame. Dann gehe ich auf Taktik, Leute. Das ist mir egal. Achso, wir können jetzt auch dieses Mal das erste Mal sehen. Wir haben in der letzten Folge die Abenteuerrune freigeschalten, sind danach relativ schnell gestorben. Deswegen haben wir nicht mitbekommen, was die so Tolles macht. Diese komischen Greed-Dinger nehme ich übrigens nie mit, weil die sind doof. Da greedet man und ich habe gelernt von Blazing Meeks, man soll nicht so viel greeden, sonst hat man verloren. Diese Abenteuerrune, die wir jetzt auf jeden Fall haben, die macht, dass wir, wenn wir ganz viel von einer Ebene entdeckt haben und dann nochmal auf die Karte gucken, dann zeigt er nochmal an, wo alles Wichtige ist. Also wo zum Beispiel diese Squalls sind oder wo noch Gegner zu finden wären oder wo andere Ausgänge sind und sowas. Und das ist schon eigentlich ganz geil soweit. Kann auf jeden Fall sehr nützlich sein. Okay, Robert, jetzt müssen wir mal kurz den hier töten, dann einmal blocken. Guck, ich kann nämlich doch blocken. Ich bin voll der gute Blocker. Ohne Witz. Sowohl beim Volleyball als auch in diesem Spiel. Ich bin der perfekte Blocker. Nein, okay, beim Volleyball kann ich das überhaupt gar nicht. Ich kann weder angreifen richtig gut. Das ist irgendwie noch meine mein Nemesis beim Volleyball. Also ich kann alles andere schon recht gut, was ich bisher so gelernt habe. Aber angreifen mit dem richtigen, mit der richtigen Technik funktioniert irgendwie noch nicht so gut. Das habe ich noch nicht so raus. Weil man soll da irgendwie sein Arm gelenkt so wie eine Peitsche rumschießen und das kriege ich nicht hin. Also ich mache das eher
aus Kraft. Und wenn man das aber mit Kraft macht, dann soll das nicht so gut sein. Ich muss mich hier mal kurz ein bisschen konzentrieren, weil hier gerade ein bisschen viel auf dem Bildschirm ist. Guck, pariert. Und genau, dann man soll gar nicht das Handgelenk bewegen, sondern das schnellt dann einfach auf den Ball rauf. Und dann ist das wie so eine Peitsche quasi. Oh, aber das kriege ich nicht so hin. Deswegen mache ich das eher mit Kraft und das ist anscheinend schlecht. Ja, ja, so viel zu meinen Volleyball-Sachen. Und deswegen trainiere ich schon die ganze Zeit in meinem Zimmer, wie man das genau macht. Aber irgendwie ist mein Zimmer nicht so toll zum Trainieren, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich auf Rot gehen, egal. Mein Zimmer ist wirklich nicht geeignet, um Volleyball zu trainieren. Erstens ist das super laut und meine Eltern beschweren sich dann immer, warum ich denn so laut... Oh, das ist ein Geheimraum. Warum ist hier ein Geheimraum? Oh Gott, das finde ich nicht gut. Hilfe, ich weiß doch nicht, wo ich bin. ja, Zimmer zu klein und laut und ich habe schon meine Uhr kaputt gemacht, weil ich hier trainiert habe mit dem Ball und die einfach gegen... Hilfe, Mann. Warum? Hier ist wieder so ein Kram. Ja, GG. Kannst du mal bitte ganz kurz sterben? Wie soll ich dich denn vernichten, wenn hier so komische Sachen kommen? Hä? Da ist immer so ein Strahl. Okay, super weird, aber ist okay. Hat da zum Glück keinen Schaden gemacht. Brand oder Gold? Ich glaube, ich gehe mal auf das lila Ding, weil wir gehen ja mehr auf lila als auf grün. Deswegen wird das wahrscheinlich besser sein. Ja, aber ich habe schon meine Uhr kaputt gemacht und ein Bilderrahmen ist auch schon ein paar Mal runtergefallen. Also nicht der perfekte Ort, mein Zimmer zum Volleyball drin. So, worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Weiß ich gar nicht. Wollte ich irgendwas erzählen, Leute? Naja, warum kam gestern kein Video? Das kann ich ja erzählen. Gestern kam kein Video, weil ich gestern shoppen war, mehr oder weniger. Das Ding nehmen wir mit hier. Lokal shoppen, und das ist ja sowas von dumm. Also, meine Oma und Opa wollten mir halt so ein bisschen Geld geben für Weihnachten und Geburtstag, was ja bald ist. Und dann sollte ich mir für 150 Euro oder so halt mal Klamotten aussuchen, weil ich so wenig Klamotten habe. Und es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, wie viele Klamotten ich habe. Oder ob die jetzt super ausgefallen sind oder was auch immer. Ja, und dann meinten die halt, ja, hier, Dizzy, hier hast du ein bisschen Geld, such dir mal tolle Kleidung aus. Und ja, eigentlich, ich mag Shoppen sowieso nicht so in den lokalen Shops, lieber im Internet. Aber gut, dann war ich halt schon mal da und habe in einem großen... großen, wie nennt man das, Einkaufszentrum Kleidung geshoppt. Das geht tatsächlich auch noch mit Shoppen, also da ist das wahrscheinlich am besten, wenn man in Einkaufszentren geht. Okay, das war nicht gut geblockt, das auch nicht. Ja, YOLO, Leute. Weil man da halt die Sachen anprobieren kann und auch sofort sieht, was man da bekommt und so. Ja, und Ende der Geschichte, ich wollte dann halt eine Hose zumindest kaufen, habe auch ganz viele Hosen anprobiert, aber die sahen erstens alle kacke aus. Nein, die sah nicht kacke aus, aber sie sah dann mir nicht so gut aus, glaube ich. Doch, an mir sieht natürlich auch alles gut aus. Okay, warte, wie sagt man das dann? Die waren doof geschnitten. Irgendwie alle Hosen, die ich da anprobiert hatte, die waren unten so ganz eng geschnitten und das mag ich gar nicht. Ich habe sowieso schon irgendwie so eine richtig fette Wade. Haben wir ein besseres hektische Klinge? Ich glaube, das klingt gut, oder? Wollen wir die hektische Klinge mitnehmen? Ich habe nicht genug Geld dafür. Aber PS, ich meinte, ich soll hier auch nochmal mit den Typen reden. Ja, nimm nur. Damit kann ich sowieso nichts anfangen. Aber falls du etwas Leckeres findest, bring mir doch was mit, ja? Ey, cool. Auch eine rote Waffe. Landet einen kritischen Treffer, wenn der Gegner dir gegenübersteht. Okay. Why not? Ping. Jetzt haben wir so eine komische Pfanne. Cool. Wenn wir noch ein bisschen Geld kriegen, dann könnte ich hier nochmal eine bessere Waffe holen. Aber okay. Ja. Also Ende der Geschichte war, ich habe einfach ganz viele Hosen anprobiert. Waren gar nicht so viele. Aber die waren halt alle so behindert geschnitten unten. Und ich habe halt so eine Fußballerwade irgendwie und wenn ich dann da so eine eng geschnittene Hose drüber packen soll, dann ist das echt irgendwie nicht so cool. Dann schnürt die ein. Ich bin sowieso... Hosen ist ein sehr heikles Thema, Leute. Also wirklich. Mega das heikle Thema. Wie ist das bei euch? Also zum einen... Fuck, ich will hier eigentlich noch gar nicht hin. Ich will erstmal... Hier gibt es bestimmt noch tollere Sachen. Hosen? Erstens müssen die gut aussehen. Ich mag Jeans halt überhaupt nicht, weil die immer so komisch scheuern an den Beinen. Keine Ahnung. Also ich bin Jeans sehr schlecht angetan. Mag ich nicht. Haben ekliges Gefühl. Kirschen. Nett. Danke. Ich mag Kirschen. So, endlich Forschung. Stinkt hier. Ja, also das ist wichtig. Dann sollen die natürlich noch gut aussehen. Die Farbe soll gut sein. Sie soll angenehm zu tragen sein. Das ist mir auch wichtiger, als dass sie gut aussieht tatsächlich. Bei Hosen zumindest. Und ganz, ganz wichtig sind auch ein sehr heikles Thema, Leute. Die Hosentaschen. Hosentaschen? Wenn die Hosentasche nicht stimmt, dann ist alles kacke.
da muss man mehrere Sachen beachten. Und zwar, dass sie erstens nicht so ein gerader Schnitt ist. Das ist super wichtig. Also nicht, dass man von oben die Hände reintun soll, sondern die muss so ein bisschen angeschrägt sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht, was ich meine, oder? Gibt es hier denn noch irgendwas Cooles? Irgendwo? Irgendwas ganz mega Duftes? Nö, ne? Dann können wir eigentlich auch in die Gefängnistiefen gehen. Why not? Seht ihr die auch mal? Schön. Ja, also nicht so ein gerader Schnitt, sondern so ein bisschen halt angewinkelt, so 45 Grad oder so. Dann muss die Hosentasche groß genug sein, um mein riesiges Portemonnaie auszuhalten. Das ist auch sehr wichtig. Ich habe immer noch zu wenig Geld für irgendwas. Was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Ich finde Raserei eigentlich immer ganz geil, weil das halt Leben zurückgibt. Oder Kombo ist auch ganz cool. Aber ich glaube, Leben sind für so einen Noob wie mich gerade besser, oder? Komm, wir nehmen erstmal Raserei und danach gehen wir... Also wir gehen jetzt auf jeden Fall alles auf Rot hier. Everything on red, please. Ich brauche trotzdem eine neue Waffe. Die Stiefel gefielen mir besser. Also so viel zu den Hosen. Da muss auf jeden Fall mein Portemonnaie reinpassen, ohne dass es raushängt oder schwer rauszuholen wäre oder so. Und ja, halt weit genug sein. Wie gesagt, der Schnitt muss passend sein. Das sind so die Kriterien, die ich so habe. Wehe, das sind solche Fake-Hosentaschen, die gar keine Hosentasche sind. Solche Hosen gibt es ja anscheinend auch. Wer auch immer auf so eine dumme Idee kommt, jetzt ohne Witz. Wer macht bitte Fake-Hosentaschen bei einer Hose? Das ist doch super behindert. Oder die sind dann nur so klein. Es gibt ja auch Hosentaschen, wo du... So, okay. Einmal kurz konzentrieren. Wo du eigentlich nur so eine Taschenuhr reintun kannst, die heutzutage keiner mehr hat. Einfach nur für den Style. Richtig behindert. Hosen sind kacke. Ja, am Ende habe ich dann gar keine Hose gekauft, war da dann 2 Stunden unterwegs, habe einige Hosen anprobiert, aber nichts gefunden. Das heißt, ich habe 2 Stunden meines Lebens vergeudet in diesem Einkaufszentrum, habe dafür aber zumindest Ente essen können. Dann war der Tag doch schon wieder gut. Ente und Eis. Naja, eher ein Milchshake. Ich habe Milchshake getrunken. Ja, und danach sowieso, wenn ich irgendwie große Menschenmassen... Ich habe kein Ziel hier. Oh nein, ohne Ziel im Leben. Große Menschenmassen... Und viele Leute und irgendwelche Verkäufer, die einen was andrehen wollen, das nagt immer an meiner Existenz. Und danach bin ich dann erstmal immer richtig krass platt und muss mich erstmal, fuck you, ausruhen für ein paar Stunden. Beziehungsweise, Mann, hier ist mir gerade viel zu viel los. Mach mal alles kaputt. Oh, ich sterbe, ich will nicht sterben. So, einmal heilen, so ein Ding da hinsetzen. Kannst du bitte mich nicht angreifen? Wäre voll Knorke und so. Ja, und deswegen hatte ich dann danach aber keine Lust mehr, was aufzunehmen. Ich hoffe, ihr versteht das. Da gibt es auch irgendwie verschiedene Menschenarten, ne? Einige mögen das, mit vielen Menschen zu tun zu haben und so. Ich eher nicht so, möchte ich meinen. Aua, 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 pariert. Also, ja, kommt drauf an. Aber im Normalfall mag ich das eher nicht so und es nagt an meinen Kräften. Also, ja. Einige schöpfen daraus ja irgendwie Kraft, wenn sie den ganzen Tag mit Leuten labern können. Aber bei mir ist das irgendwie anders. Wenn ich viel mit Leuten reden muss, bin ich danach immer mega kaputt und muss erstmal wieder 8 Stunden schlafen, damit es mir wieder besser geht. Wie ist das bei euch, Leute? Habt ihr das auch so? Keine Ahnung. Ich habe auch irgendwie, also ich bin vielleicht da ein bisschen strange, aber wenn ich mich mit Leuten treffe, dann tatsächlich ungern einfach nur zum Labern. Ich möchte dann immer irgendwas machen. Wenn geht. Also ja, sei es auch noch so klein, also zum Beispiel irgendwas zocken, FIFA spielen oder so. Oder irgendwas anderes, mir egal. Oder Billard oder so, aber zumindest irgendwas machen oder irgendein Ziel haben und nicht nur labern und Bier trinken. Das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Ja, ja, so bin ich. Jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr. So, alles klar. Hier, wir sind übrigens... Aua. Mann, hier sind so blöde Gegner. Wir sind hier in den Gefängnistiefen. Hier gibt es andere Gegner, wie ihr vielleicht seht. So ein paar größere Gegner zumindest. Die nicht immer so ganz nett sind. Oh, wir sind mega schwach. Ich mag meine Waffe gerade nicht so... Nicht so ganz doll. Hier gibt es komische Gegner. Ich weiß gar nicht, ob man... Wenn wir hier weitergehen, dann kann es sein, dass wir, glaube ich, zu diesen Konjunktiv-Auge-Dingsbums kommen. Wenn ich mich recht erinnere, mal gucken. Das ist auch mal ein bisschen anstrengend.
Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal besiegt, dieses Auge. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber dann sehen wir das auch nochmal. Aber ist ja ganz schön, dass wir hier mal ein bisschen Abwechslung haben von den Leveln, ne? Und nicht den normalen Weg gehen. So, hast du vielleicht irgendwas Schönes für mich? Nein, ich hätte gerne eine andere rote Waffe, wenn ich ehrlich bin. Bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen, auf jeden Fall. Aber ihr sagt mir mal, wie ihr das findet mit Lokalshoppen und überhaupt. Warum macht man das überhaupt? Es ist teurer. Man hat weniger Auswahl. Jetzt im Gegensatz zu Internet. Ich vergleiche das jetzt mit dem Internet. Wo muss ich hier hin? Wie komme ich da rechts hin? Hallo? Bin ich gerade ein bisschen doof? Ich glaube schon. Ja, es ist teurer, weniger Auswahl. Man kann es sofort mitnehmen, das ist ein Vorteil. Man kann aber die Sachen meistens nicht zurückgeben, wenn einem was nicht gefällt. Nur wenn der Laden halt super kulant ist. Okay, mir ist gerade ein bisschen zu viel los. Das ist nicht so geil. Ich raff nicht, wie ich da nach rechts komme, Leute. Ach, hier. Mann, ey. Okay, so, jetzt bin ich hier. Okay. Wieso sind hier so viele komische Viecher? Mach doch mal kaputt. Komische Eule. Töte einfach alles. Oh, ey, dass mich hier so viel verfolgen muss, ist ja super nervig. Ich will hier bitte nicht mehr sein. Kann ich einfach diese Ebene bitte verlassen? Bringt mir doch sowieso nichts, hier zu töten, oder? Eigentlich ist das Einzige, auf das man achten muss, Gegner. Haben wir einen Schlüssel? Nö. Die einen Stern tragen, weil Gegner, die einen Stern tragen, die haben meistens irgendwas in sich. Alte Kanalisation. Will ich denn hier hin? Haben wir hier auch schon den Vorstellungsding? Nee, wir können jetzt in die Katakomben oder in die alte Kanalisation. Ich glaube, alte Kanalisation ist dieses komische Auge dann, ne? Ich glaube schon, dann gehen wir da halt hin. Gehen wir zu diesen Konjunktiv-Augen-Dingsbums. Meine Güte. So. Ach, ich habe auch noch in der Sporttasche geguckt und am Ende habe ich dann doch bei Amazon eingekauft. Weil die zu wenig Auswahl hatten. Feuerschlag? Ach, die haben wir auch eben freigeschaltet, ne? Verbrennt Gegner in Reichweite und setzt auch den Boden in Brand. Landet kritische Treffer. Klingt gar nicht so schlecht. Komm, wir nehmen mal für 20 hier so einen komischen Feuerschlag mit. Dankeschön. Können wir auch gleich mitnehmen. Macht gar nicht mal so wenig Damage. Rot und lila. Tjo. Also ausprobieren kann man es ja mal. Kann man... Oh. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Weil... Der Boden brennt dann auch. Kann man mal mitnehmen. Ich glaube, das probieren wir mal aus. Ansonsten, das Ding auf jeden Fall auf Plus bringen. Jetzt haben wir wieder gar kein Geld. Hier nochmal irgendwas. Combo, glaube ich, oder? Ja. Wir gehen auf Combo. Das war dann unsere letzte Mutation, die wir mitnehmen können. Und so, in diesem Pace, wo ich gerade spiele, denke ich, diese Folge wird wieder 40 Minuten, was einfach viel zu lang ist. Ich hasse es. So, alte Kanalisation. Am Ende von dieser Kanalisation müsste das Auge sein. Das ist halt auch das Blöde irgendwie von Dead Cells. Wenn du einen guten Run hast, dann kann der auch gerne mal 40 Minuten dauern. Vor allem, wenn du... Ach, das mit diesen komischen Pilzen war das hier. Lol. Okay, ja, ich muss meine Taste gedrückt halten, damit ich angreifen kann. Das ist nicht so geil. Man muss die ein bisschen aufladen. Uff. Okay, hast du vielleicht noch was Besseres für mich? Eine große Kriegseule für... Ich habe nicht mal 11.100? GG. Ich bin einfach ganz, ganz arm. Eventuell brauchen wir ein Schild, der uns mal ein bisschen Stuff gibt. Bisher noch nicht so viel Itemglück gehabt, tatsächlich. Und wieso ist bei uns lila am höchsten? Und wieso ist diese verfluchte Dings einfach rot? Aua, ja, cool. Ein Glück habe ich die nicht mitgenommen, sonst wäre ich jetzt Insta-Trip. Wenn ich weiß, was diese verfluchten Truhen machen, die brennen. Die geben Loot, wenn man sie nutzt, aber wenn man dann getroffen wird, nur einmal getroffen wird, dann ist man tot und man kann diesen Fluch nur beenden, wenn man 10 Gegner tötet, ohne getroffen zu werden. Und das ist hier in der alten Kanalisation ein bisschen schwer, möchte ich meinen. Hopp, 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 aua, danke für den Hit. Nehme ich immer wieder gerne mit. Euch töten. So, wo will ich denn hin? Geht's hier noch weiter? Hallo? Oh, ich erinnere mich richtig. Die Kanalisation war, glaube ich, mega das Labyrinth und ich finde da immer richtig spät erst, wo ich hin muss. Vielleicht haben wir mal ein bisschen mehr Glück hier, aber sieht gerade nicht so aus. Lame Sache. Obwohl, oh, guck mal hier. Oh, fuck you, aua, ja. Hier alle Sachen töten. Mann, okay, ja, mega dumm, unsere Attacke hier, die wir haben. Welle der Vergewaltigung, oder was stand da? Kommt man da irgendwie rein? Alter, mehr Geld am Anfang. Das ist ein mehr Geld am Anfang Ding. Okay, wie komme ich da rein? Da unten ist ein... Lol, einfach nach... Lol? Ja, ja, GG. Ich hab's halt instant... Okay, warte. Ich hab's mehr oder weniger instant gefunden. Wie komme ich da oben rein?
Vielleicht mit meinem Kopf? Kann der hier irgendwas auslösen? Come on. Come on, du kriegst das hin. Kopf. Ja, ja, soweit so gut. Dann da hoch, dann da. Kommen wir da irgendwie hin? Come on, das muss doch funktionieren. Ah ne, von hier kommen wir. Da runter? Was ist der Plan, hä? Fuck! Ich will da hoch! Das hat locker irgendwas mit dem Kopf hier zu tun. Hallo, hallo, hallo. Komm ich wieder zurück? Jetzt geh doch einfach da hoch, danke. Nee, da oben will ich hin. Aber wie komme ich denn da hin? Ah, okay. Geht's hier? Ja, ja, ja. Okay. So, so. Kann der das auch aktivieren? Der kann das auch aktivieren! Ja, mega gut. So, und jetzt müssen wir irgendwie da unten hin. Kann mein Kopf da irgendwie rein? Come on. Hier unten? Ich will doch nur hier unten hin. Lass mich da jetzt hin. Ich habe diese Tür aufgemacht. Okay, scheint noch ein Labyrinth zu sein. Hier durch, da irgendwie. Dann da hoch, hier runter, da links, runter. Ey, das kann ich aber auch noch nicht von diesem Spiel, dass es solche Parts mit dem Kopf hier hat. Ich glaube, die sind auch neu. Also relativ neu vielleicht. Und ich habe einfach früher nie drauf geachtet. Alter, dieser Kopf geht aber auch ganz schön lang, ne? Kann man nicht anders sagen. Da runter, da. Aber wenn ich dafür dann so eine coole Dings hier bekomme. Okay, hier war scheinbar falsch. Ich will gerne da irgendwie hoch. Ich erkenne nicht, wo ich hin muss. Hier, hier, da hoch. Das sieht gut aus. Da runter. Das sieht vielleicht doch nicht so gut aus. Hallo! Ja, jetzt bin ich doch schon da. Jetzt lass mich da hin. Das kann nicht dein Ernst sein. Ja, ich hab's. Wenn ich jetzt einfach zurückgehe. Ja, Goldreserve 5. Wupp, 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 wupp. Ist ja mega gut. Okay, das hat sich aber gelohnt. Jetzt habe ich von Anfang an mehr Leben, soweit ich das beurteilen kann. Nicht mehr Leben, mehr Gold. Am Anfang kriegt man ja mal Gold zugeschustert. Boah, ey. Dass man dann immer einsetzen kann. Und jetzt sind meine Goldreserven halt größer. Das ist doch ganz nett. So, wo waren wir noch nicht? Da rechts irgendwo. La la la. Coole Sache hier. Ich habe keine Leben verloren. Dann gehe ich halt hier weiter. Aber anscheinend gibt es bisher immer nur einen Weg. Also so richtig verlaufen habe ich mich zumindest noch nicht. So, haben wir schon einmal grün genommen? Ja, sogar schon zweimal. So, dann auf jeden Fall alles auf rot, weil wir wollen uns ja mit unseren Mutationen verbinden. Okay, das war so dumm, dass ich diese Waffe mitgenommen habe, jetzt ohne Witz. Die ist so kacke. Also an sich ist sie nicht kacke, wenn man denn stehen bleiben kann, aber in diesem Spiel kann man nicht häufig stehen bleiben. Und dass ich die halt aufladen muss, um überhaupt Damage zu machen, ist schon echt kacke. Das ist schon irgendwie nicht so schnieke. Die muss also auch ganz schnell weg. Ich brauche ganz dringend eine bessere Waffe. Weiß nur leider noch nicht, wo ich die herbekommen soll. Dafür, nee. Ist schon eine gute Waffe, die da ist. Aber danke, du komischer Tentakel. Aber wird mich halt auch instant töten. Toten! Das war diese Waffe, die wieder sehr stark ist. Aber wenn man einmal getroffen wird, dann ist man halt tot. Hat man quasi einen Permafluch auf sich. Nicht so geil, möchte ich meinen. So, können wir dann irgendwann mal aus dieser Ebene wieder raus? Okay, die Pergament-Dinger hier nehme ich noch alle mit. Da sage ich auch nichts gegen, aber kämpfen möchte ich mit dieser Waffe, die ich gerade habe, nicht. Wieso ist dieser Elite-Typ immer noch unter uns her? Hey, eine neue Waffe, sogar eine rote. Jetzt sind wir wieder bei den Stiefeln. Das finde ich gar nicht so schlecht. So, dann können wir diesen Elite-Typen hier töten. Oder er tötet uns, das kann auch gut sein. So, Feuerschlag nehmen wir nie wieder mit, ist so ein Kack. Bollwerk brauchen wir auch nicht. Und dann müsste hier... Wo ist denn der Kackausgang? Da links ist noch Geld. Warte, wieso habe ich das nicht mitgenommen? 1500. Ne, nur 800. Na gut. So. Aber jetzt waren wir doch schon überall. Waren wir da links drin? Hier oben geht's noch weiter. Da ist sogar noch ein Shop. Eventuell kriegen wir mal ein bisschen was Cooles. Hallo Shop, hast du eine rote Waffe für mich? Nein, na gut. Then I don't give a fuck. Diese Ebene dauert mir schon wieder viel zu lange. Und die Sache ist, dieser blöde Boss, der da gleich kommt, dieser Augenboss, der dauert auch mega lange. Locker mindestens 5 Minuten.
Wenn nicht sogar noch länger. Obwohl, ich hab die Eule dabei. Ich habe herausbekommen für mich, dass diese Eule... Noch ein Pergament-Ding. Dass die Eule eigentlich ganz cool ist für den Augenboss. Der hat halt aber eine mega nervige... Oh, endlich Forscherinstinkt. Da werde ich mal gucken, wo wir noch nicht waren hier. Da links gibt es noch ein Pergament. Dafür ist nämlich diese Rune eigentlich ganz geil. Und hier sehen wir, nehmen einmal alle Pergament-Dinger mit und dann kann man die Ebene halt easy peasy schnell verlassen. Und die kommt halt, wie gesagt, wenn man den Großteil der Map irgendwie erforscht hat. Haben wir irgendwelche Schlüssel mitgenommen? Nö. Schade. Sonst hätten wir hier Sachen öffnen können, aber wir haben zu wenig Gegner getötet. Ist vollkommen in Ordnung. Und endlich in die garstige Gruft. Endlich. Ich habe mich noch nie so gefreut, in die garstige Gruft zu kommen. Endlich etwas Ruhe, statt da sogar... Da stimme ich vollkommen zu. Haben wir hier endlich mal so ein... Nein, ich kriege meine ganzen... Oh, 1000? Ich werde meine ganzen Zellen hier nicht los. Du behältst nach dem Tod bis zu 25... Ach, man behält das Gold? Der Fug. Aber 1000? Das wird ja ewig dauern, das zu bekommen hier. Ich habe aber Angst, dass ich jetzt beim Konjunktiv-Typen schnell sterbe. Ich habe vorhin mega die behinderte Waffe für den. Gut, dann machen wir einmal unsere Eule hier wieder besser. Wir kriegen vor allem nur eine Fiole. Na, ganz toll. Das heißt, wir können uns zweimal beim Boss heilen. Ich muss einmal kurz auf Toilette und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, alles klar, das war nötig. Bin gespannt, ob wir mit diesen komischen Boots, die wir jetzt haben, tatsächlich gegen das Auge ankommen. Aber wir haben ja zum Glück die Eule und die wird uns auf jeden Fall helfen. Ihr werdet das gleich sehen. Alright, dann wollen wir mal dem Auge eine Bindehautentzündung verpassen. Auf dass er nie wiederkommt. So, also ich habe für mich herausgefunden, hier oben dieses Ding platzieren ist ganz geil. Und dann die Eule einfach alles machen lassen. Zumindest in der ersten Phase. So, bei den Dingern kann man immer gerne mal so ein Teil parieren. Zack. Und wenn man ihn da pariert. Zack, zack, zack. Okay, ist glaube ich doch nicht so schlecht. Wenn man pariert, während er diese rote Attacke macht. So, die kann man auf jeden Fall auch immer parieren, weil die auch auf ihn drauf gehen, wie gesagt. Dann. Shit, ich hab schon wieder nicht hinbekommen. Komm, greif nochmal mit deinem roten Scheiß an. Aber wenn man ihn da pariert, dann ist er kurz gestunt. Und dann kann man ihn. Fuck you. Ich treffe ihn einfach nicht. Dann kann man ihn ein paar Mal gut hitten. Okay, das war sehr schlecht ausgewichen. Da ist meine Eule weg. Ja, GG. Die Sache bei ihm ist halt auch, man darf nicht zu nah an ihn rangehen, wie ihr das eben schon gesehen habt, weil wenn man das macht, dann macht er so eine rote Kacke um sich. Fuck. Das da um sich rum. Dann kann man ihn halt auch nicht angreifen. Okay, das läuft gerade nicht so gut. Jetzt kommen seine blöden Tentakeln aus dem Boden. Die mag ich ja überhaupt nicht, weil ich immer noch nicht weiß, wie man gut gegen die agieren soll. Klar, ausweichen, angreifen und so. Aua, aber diese Tentakeln haben halt auch mehrere Muster. Beziehungsweise, wenn man einen Tentakel tötet, dann, genau, dann macht er die irgendwie immer schneller und dann machen sie andere Sachen. Und ich habe für mich eigentlich herausbekommen, dass ich dann hier einfach an die Wand gehe und warte, dass unten irgendwas passiert. Und quasi meine Hilfe. Ja, also ich lasse da einfach meine komischen Stationen liegen und die sollen sich dann darum kümmern. Klaus, töte es. Danke. Funktioniert soweit eigentlich ganz gut. So, los. Nein, oh Mann. Wieso macht er das immer, wenn meine Eule gerade da ist? Oh, ich kann den auch gerade hier nicht parieren. Ich bin gerade so schlecht. Pow, pow. Ausweichen. So, los. Mach deine rote Attacke jetzt. Mach deine rote Attacke. Oder das ist auch okay. Immer schön dahin gehen. Jetzt war er zu weit weg, leider. Okay. Zack. Und alle. Zack. Und alle. Okay, mega schlecht ausgewichen. Wollen auch einfach gar nichts ihn getroffen. Alles klärchen. Aber eigentlich ist er super easy. Ich finde schön, dass man ihn halt treffen kann mit seinen... Kann ich bei denen irgendwann treffen? Mit seinem komischen grünen Kram. Los hier, greif ihn an. Ja, schneller. Bau, 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 bau. Fuck you. Fuck you. Wieso kriege ich das gerade nicht hin? Das ist nicht normal, Leute. Oh mein Gott. Okay, ich bin gerade mega kacke im Parieren. Jetzt sagt der PSI wieder, du kannst ja nicht parieren. Aber eigentlich... Mann, wieso kriegt das überhaupt nicht mehr hin hier? Da, pariert. Jetzt ist er nämlich kurz gestunt. Okay, das war aber sehr, sehr kurz gestunt. Holy moly. Eigentlich ist er da ganz schön lange gestunt und dann kann man ihn halt angreifen. Lalala.
So. Bau, 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 bau. Er ist aber diesmal nicht so lange gestanden. Das ist echt strange. Aber hier hilft auf jeden Fall diese Spinnrune halt. Aber wirklich mega gut. Man ist leider nicht unendlich an der Wand. Das wäre nochmal mega cool. Aber man kann ja nicht alles haben. Gut, ich spule es hier mal ein bisschen vor, weil das ist halt echt langweilig gegen diese Dinger. Och, come on, ey. Ich krieg das nicht mehr hin. Aber in der Luft kann man doch eigentlich auch blocken. Ja, kann man. Kein Plan, warum ich das nicht mehr hinbekomme. Vielleicht hatte ich beim letzten Mal ein besseres Schild. Das kann auch sein. So, das ist immer ein bisschen complicated. Da gibt's eigentlich immer einen Punkt, wo man richtig gut safe ist. Aber irgendwie finde ich den gerade nicht. Ich heile mich nochmal. Ja, geil. Perfekt wieder dann geheilt, wenn einer angreift. I like. I love it sogar. Aber jetzt vernichte ihn einfach. Mann, ich krieg das nicht. Das nervt mich gerade richtig, dass ich das mit diesem Parieren nicht hinbekomme, gerade im richtigen Moment. Mach mal seinen Scheiß hier. Vielleicht können wir ihn diesmal ja töten damit. Naja. Zumindest geschafft. War jetzt wirklich nicht glamourös, wie ich ihn gemacht habe. Das war richtig schlecht. Das nervt mich mit den Parieren, dass das so schlecht war. Mann, ey. Und eine richtig gute Waffe für den hatten wir jetzt aber auch nicht. So, Vampirismus kann, glaube ich, weg. Ne, nutze ich sowieso nie. Was bist du? Gegenangriff. Blitzschlag finde ich auch doof. Toll. Immer noch keine gute Waffe bekommen. Nice, aua. Darauf erstmal ein Facepalm hier. So, schlummerndes Heiligtum oder Friedhof? Wir gehen in den Friedhof. Keine Ahnung, was schlummerndes Heiligtum ist. Oh, ich bin 5 Minuten zu spät hier. Oh. Okay, jetzt ist endlich mal Schmiedetypi hier. Hi, ich habe 66 Teile für dich. Bitte mache etwas besser. Nein, es ist nichts besser geworden. Schade aber auch. Na gut. Ja, aber sonst hätten wir ja nicht so viele. Das war ein guter Tipp von dem Pirsig. Gegen Angriff 50. Ein Angriff nach erfolgreichem Parieren verursacht plus 207 Schaden. Klingt auch nicht so schlecht. Müsste man halt parieren für können, ne? Ein Glück ist das so der schwierige Schwierigkeitsgrad, deswegen können wir uns hier nochmal einmal ganz voll heilen. Und wieder eine neue Ebene. Ich glaube, in der war ich auch noch nie mit euch zusammen. Nämlich der Friedhof. Nur die Namenlosen liegen auf dem Friedhof begraben. So, ja, hier gibt es auch ganz komische Gegner, muss man einfach so sagen. Nämlich, also so wie ich das mitbekommen habe, sind das hier eiternde Zombies oder sowas. Also es sind die ganz normalen Zombies aus den ersten Leveln, aber halt eiternd. Cool, noch einen Entwurf. Ich kriege hier ganz schön viele Entwürfe. Ich glaube, beim Friedhof kriege ich hier sowieso noch mehr Entwürfe, weil ich hier halt super selten bin und hier es dann Gegner gibt, die halt die andere Waffen bei sich tragen. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich mal häufiger jetzt in diese Ebenen hier reingehe, in die ich noch nicht so häufig drinne war zumindest. Ja, und sonst gibt es ja, glaube ich, nicht viel anzugucken. Bei diesem Friedhof. Oder? Weiß ich nicht. Wer kommt denn eigentlich hier nach? Hier nach kommt schon wieder der... der Zeitenbummler. Ach, die gibt's ja auch noch. Coole Sache. Ja, der Turmuhr-Typi. Den mag ich wirklich am... Mann, wenigsten. Ich hasse diese fliegenden Viecher hier. Die sind so nervig. Vor allem, wenn die mehrere... Wenn die so einen Kreis bilden, dann machen die... so ein Elektroschock um sich rum. Das ist super behindert. Mag ich alles nicht. Blöde Ebene, alles blöde Ebene dir. So. Mal gucken, gibt's hier irgendwas Tolles? Pau, pau, pau. Ich hätte gerne eine neue Waffe. Ja. Aber ich krieg keine. Warum auch immer. Hört auf, mich mit eurem Pikachu-Gedönsel hier anzugreifen. Ihr seid nicht Pikachu. Der einzige Pikachu bin ich in Blazing Beaks oder so. Gott, also irgendwann müssen wir aber auch mal richtig stark sein mit unseren Waffen, oder? Ja, ich meine, wir sind jetzt schon bei 9. Stärker? Nö. Wir sind jetzt schon bei 9 roten Mutationsteilen. So, ja, was gibt's sonst zu erzählen, Leute? Aua, ich krieg hier wieder Schaden. Ich guck auf YouTube in letzter Zeit. Da gibt's so Kanäle, die werten... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott! Bitte, einmal bitte kurz in Ruhe lassen. Da gibt's so Kanäle, die werten... die werten Daten aus
So von wegen, so und so viele Konsolen wurden verkauft von 1968 bis 2019 und so. Und dann sieht man, aha, PS2 wurde am häufigsten verkauft von allen Konsolen der Welt und am zweitmeisten der DS. Und jetzt habe ich euch gespoilert und jetzt müsst ihr dieses Video nicht mehr gucken. Geil, ich bin gestorben. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Ach, Mann. Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, wieso mach ich auch nicht so viel Schaden? Ja, und diese Videos gucke ich in letzter Zeit sehr häufig, weil die interessant sind zu allen möglichen Themen mit keine Ahnung, diese und jene Weltmacht hat so und so viel Armeen und so viel Panzer und so viel, wie heißt das? Nukleare Energie hergestellt und so. Super interessant. Und YouTube schickt mir halt auch mega viele von diesen Videos auf die Startseite. Und deswegen kenne ich mich jetzt richtig gut aus, Leute, mit der Geschichte des Konsums. Habt ihr das auch, Leute? Guckt ihr diese Videos auch? Kennt ihr solche Videos? Ich finde die auf jeden Fall mega interessant. Dabei dudeln dann nur so ein paar Daten über den Bildschirm mit ein paar Balken. Oh Mann, ich komme hier schon wieder nirgendwo rein. Ist doch doof. Und dahinter, im Hintergrund dann halt so komische Musik. Ich glaube, die sind richtig einfach zu machen, solche Videos. Aber trotzdem Millionen von Views. Finde ich witzig. Finde ich witzig. Die verdienen mit easy Sachen, mit easy Daten. Weil es anscheinend mehrere Datenfreaks in dieser Welt gibt. Gut Geld. Aber ja, finde ich sehr interessant. Tau, tau. So, hätte ich mal ein bisschen... Das nervt mich gerade mega, dass ich meinen Ogu verloren habe. Durch Dummheit hier wieder. Ich hasse diese Ebene. Wieso bin ich denn hier hingegangen? Ist ja mega behindert. So, Eule, kümmere dich mal um Sachen, zu denen ich keine Lust habe. Danke. So, was haben wir hier? Ein Tentakel. Ist auf jeden Fall stärker. Ignoriert Schilde und schleudert dich in Richtung des Gegners. Wenn du nach dem Wurf angreifst, landest du einen kritischen Treffer. Plus 30% Schaden gegen brennendes Ziel. Wirft eine Granate. Wird bestimmt besser sein. Okay, ja, komm. Nehmen wir mit. Warum nicht? Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Da rechts waren wir noch nicht. Gott, die Ebene ist ja genauso schlimm wie die Glockenebene. Wobei, da oben kann ich rein. Und ich habe immer noch keine gute rote Waffe bekommen. Ich will doch einfach nur einen Speer. Wieso kriege ich keinen Speer? Ich will doch einen Speer haben. Funktioniert das hier vielleicht auch? Spiel, bitte gib mir einen Speer. Bei Isaac funktioniert das immer, wenn man lieb fragt. Vielleicht funktioniert das hier ja auch. Moment. Nein. Nein. Wieso mache ich keinen Schaden zu dem, wenn ich das blocke? Meine Waffe ist kacke. Ich kann den nicht angreifen. Weil... Wow, das macht halt gar keinen Schaden. Und das andere habe ich jetzt schon verkauft, ne? Ja, GGchen, gib mir mal bitte irgendeine Waffe. Ist das eine Waffe? Eissplitter? Ich kann mir halt gar nichts leisten. Und wenn ich es neu rerolle, dann bringt mir das auch nichts. Ey, ohne Witz, ich habe noch gar keine gute Waffe hier bekommen. Null, gar nichts, Niente. Okay, wisst ihr was? Ich gebe die Eule weg, denn die Eule bringt mir beim nächsten Boss sowieso nichts. Stattdessen nehme ich mal das Ding hier mit. Tschüss Eule, war schön mit dir. Und dann muss ich jetzt halt alles mit meinen komischen Technikfähigkeiten hier machen. Eine andere Lösung sehe ich hier gerade nicht, denn meine Waffe, hier, der wirft erst die Bombe und dann macht er erst einen komischen Arm, der halt nicht mal Schaden macht. Und der zieht mich auch noch ran. Kacke, ey. Ist das alles dumm. Ist das alles bescheuert hier? Ohne Witz. Ich habe noch keine einzige gute Waffe in diesem Mann bekommen. Was kann man denn bitte für ein Pech haben? Okay, zumindest noch mal ein paar Pergament-Dinger. Danke. Aufnahme geht schon wieder viel zu lang. Das ist aber irgendwie das normale Problem bei Dead Cells, finde ich. Da gehen sogar die Isaac-Parts halt inspizieren. Seltsame Idee, ein Monument im Untergrund zu errichten. Ein Artefakt. Da muss wohl irgendwas rein, oder was? Ey, hier ist auch irgendwas Neues. Kaverne? Da war ich ja noch nie. Warte, kann ich hier irgendwas Geiles finden? Momentchen mal. Kaverne? Da soll irgendein Artefakt rein? Aha. Und wo kriegt man das her? Das ist ja weird. Warte, dann muss ich mich mal hier ein bisschen umgucken.
Okay, kein Plan, wie ich zur Kaverne komme, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwo einen Schlüssel eingesammelt, vielleicht hätte ich den... Da oben war ein Schlüssel, aber wo habe ich den denn eingesetzt? Keine Ahnung. Da rechts geht er jetzt auch noch weiter, aber da komme ich nicht rein. Und da unten bei der Kaverne auch nicht. Da muss irgendein Artefakt oder sowas rein. Keine Ahnung, wo man das herbekommt, Leute. Vielleicht von da oben, aber... Kein Plan, deswegen gehen wir jetzt zu der vergessenen Grabkammer. Moment, hä? Jetzt verstehe ich gar nichts. Müsste jetzt nicht eigentlich der Uhrentypi da kommen? What the hell? Ich bin mega verwirrt, aber ist okay. So. Was? Vernetzung? Gegner, in denen Pfeile stecken, teilen 26% des erlittenen Schadens. Okay. Wir fangen einfach mal in Goldreserve ein bisschen was rein, denn ich habe die Befürchtung, ich werde hier gleich sterben. Wie immer, das Ding hier ist immer noch kacke. Das mal auf Plus bringen. Gibt es hier vielleicht noch einen Shop? Oh, danke, zumindest. Nochmal Leben. Vergesst der Grabkammer, das müsste jetzt auch ein Boss sein. Hä, habe ich den Boss noch nie gesehen? Das wäre blöd. Neuer Boss? Um hier herunterzukommen, musst du nur dem Licht folgen. Ach so, das ist die vergessene Grabkammer. Dann kommt hier nach die komische Tante. Dann hätte ich ja doch noch meine Eule behalten können. Die wäre hier gar nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Ich habe nichts, mit dem ich angreifen kann, ist die Sache. Das ist mega dumm. Ich habe keine richtige Waffe. Zwar alles auf Rot gedingelt, bummelt, aber keine richtige Waffe, um anzugreifen. Ich habe übrigens letztens ja erzählt, dass man hier sein maximales Leben verliert. Ich glaube, das war früher auch so. Aber inzwischen ist das anscheinend nicht mehr so. Das heißt, man verliert hier nur seine Leben. Also ganz normal. Und kann die dann auch wieder hochheilen. Aber ich kann doch ein bisschen angreifen. Und die sogar stunnen, aber ist trotzdem eine Kackwaffe irgendwie. Die war vielleicht nur blöd gegen diese Gegner, die einen selber rangezogen haben. Oh, guck mal, ich kann mich sogar... Das ist ja interessant. Ja, aber doch, man kann zumindest was machen. Aber sie braucht doch recht lange, um anzugreifen. Keine gute Waffe. So, und ihr seht jetzt, ich war zu lange in der Dunkelheit, deswegen verliere ich jetzt maximale Leben. Und das geht auch immer schneller runter, je länger man sich aufhält. In der Dunkelheit. Deswegen sollte man schon beim Licht bleiben. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie als wenn man maximales Leben verlieren würde. Ich muss jetzt leider mit meinen komischen lila Dingern hier ein bisschen arbeiten. Die leider ja auch nicht so ganz stark sind, aber doch, geht eigentlich von der Stärke. Ich würde auch lieber mit meiner komischen Waffe hier arbeiten, aber es geht halt nicht. Weil die kacke ist. Vor allem gegen so viele Gegner. Ich hätte jetzt richtig gerne mal einen Speer. Also langsam kann wirklich mal ein Speer kommen. Wenn ihr mich fragt. Schwing! Ein Shop zumindest. Okay, Schlüssel. Lol, die kommen bis hier hin. Okay, läuft bei euch. Aber ich trick's euch aus durch meine krassen Teleportationsfähigkeiten. Meine Teleportationsfähigkeiten sind besser als eure. Ja, ich werde hier gegen gar nichts kämpfen, Leute. Bis ich eine ordentliche Waffe habe, mache ich hier gar nichts mehr. Das Ende ist nahe. Wo ist das Ende? Wo ist das Ende? Nein, 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 nein. Ich will einfach nur zum Ziel hier. Da rechts irgendwo. Ja, ja, Turmuhr. Mit einer richtig schlechten Waffe. Immer wieder gut. Ich weiß auch nicht. Die Ebene vor der Turmuhr ist immer mega behindert. I don't know. I don't like that. So, können wir hier noch irgendwas Tolles verbessern? Nein, okay, dann nicht. Okay, dann nicht. Dann ist das eben so. So, absoluter Hass-Endboss hier. Ich mag die nicht. Ich meine, die zweite Ebene von der ist so behindert. Vor allem, wenn man ein Schild hat, mit dem man nicht so ganz gut umgehen kann. Aber ich habe jetzt zumindest die Eule weggegeben. Deswegen kann ich sie jetzt eigentlich ganz gut angreifen mit meinen beiden Dingern hier. Ja, go mach. Zack. So, ja, ja, mach du mal. Ich greife jetzt nur mit meinen. Ich greife einfach selber gar nicht an. Was hältst du davon? Whoop. Zack, pariert. Haha. Ich habe dir großen Schaden zugefügt. Zack, pariert. Weil ich der Allergeilste bin. Zack, 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 zack. Und, nein. Pariert. Hm, naja, fast. Aua. Das tut doch weh. Jetzt lass mich in Ruhe. Nein, nein, ich pariere dich. Ja, guck, ich pariere dich. Und die pariere ich auch alle. Und das, naja, fast.
Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Oh Gott. Und es ist noch nicht mal ihre zweite Form. Okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur aufs Ausweichen, Leute. Ich pariere nicht, ich weiche wirklich nur noch aus. Kannst mich mal. Ja, kannst mich mal. Hab ich dir gleich gesagt. So, pariert. Ich pariere alles, weil ich der beste Spieler aller Zeiten bin. Ich hasse dich! Au, ja. Zack, pariert. Ah, naja, fast. Meine Fresse. So, Hälfte deines Lebens sind weg. Mach deine komische zweite Form. Damit ich dich noch mehr hassen kann. Es ist Zeit zu gehen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jetzt schleudere ich noch irgendwelche komischen Schwerter aus der Luft, damit du erst recht nicht ausweichen kannst. Ha-ha-ha. Ja, du bist tot. Ich muss mich heilen, aber ich kann mich nicht heilen, weil sie mich nervt. Heil dich jetzt, danke. So, wieder die Dinger hier platzieren, ausweichen. Nah an sie rangehen, ausweichen, weggehen, getroffen werden. Nochmal getroffen werden, davon auch getroffen werden, davon am besten nicht getroffen werden, aber ich werde trotzdem getroffen, weil warum nicht? So, angreifen, heilen, wenn ich gleich getroffen werde, bin ich tot. Aua. Jetzt hör doch bitte mal auf und stirb einfach. Ich kann mich nicht nochmal heilen. Viel zu viel Stuff auf dem Bildschirm. Ich kann nichts gegen die machen. Meine Fresse. Könnt ihr mal schneller attackieren? Vielleicht sollte ich lieber auf Lila gehen? Ich habe keine Waffe, um sie anzugreifen! Bitte. Danke! Oh, ich konnte mich nämlich nicht mehr heilen. Das nimmt kein gutes Ende, Mama! Halt die Schnauze. Halt die Schnauze, ich schaff das! Ich schaff das, ich hab dich besiegt, also schaffe ich das. Wenn ich denn endlich mal eine gute Waffe bekommen könnte. Oh Mann, ey, hätte sie mich noch einmal getroffen, wäre schon wieder tot gewesen. Das ist doch alles scheiße. Alles scheiße, ihr Knüppel. Der ist nicht besser. Nee, dann will ich dich auch nicht. Dann will ich das alles nicht haben. Ja, jetzt habe ich ganz viel Geld. Ja, Gipfelburg, letzte Ebene. Wupp, wupp, wupp. Eine Stunde Aufnahme. Wenn ich jetzt wieder nichts hinbekomme, dann war die wieder voll umsonst. Woo! I like that. Mann, kann ich diese blöde Waffe endlich loswerden? So, wichtig zu wissen für die letzte Ebene ist, wir konnten uns jetzt noch einmal ganz voll heilen in der letzten Ebene. Wenn ich die jetzt schaffe, die Gipfelburg, kriegt man nur einen einzigen blöden, eine Fiole. Also man kann sich nicht nochmal voll heilen. Das heißt, hier am besten so wenig Leben wie möglich verlieren. Das wäre ganz gut. Allerdings muss man hier halt leider auch durch sehr viele... Zack. Ja, ich kann hier nichts machen. Man muss hier durch sehr viele Räume durch. Um Schlüssel einzusammeln. Und das ist super nervig. Ich werde hier wieder vorspulen, weil solange ich keine richtige Waffe habe, kann ich nur meine LT- und RT-Dinger hierhin platzieren, um anzugreifen. Ist halt leider so. Und das ist halt super lame. Au. So, okay, scheiß drauf. Ich kaufe jetzt irgendeine rote Waffe. Und zwar einfach den Doppeldolch oder was? Ist halt auch nicht so geil. Mann, ey, aber Rapier macht sogar noch mehr Damage. Und noch kritischen Treffer, wenn man nach dem Abrollen. Okay, dann holen wir uns den Rapier. Alles ist besser als dieser blöde Dreckstentakel hier jetzt, ohne Witz. So, danke, komischer Shopkeeper. Jetzt kann ich endlich mal angreifen. Das ist ja toll. Und ich muss nur meine ganzen Violen dafür einsetzen. Na, richtig geil. Das freut mich ja mega. So, wenn wir jetzt noch irgendeine Fiole bekommen könnten, das wäre auch ganz toll. Hier kriegt man doch bestimmt irgendwas Tolles, weil hier braucht man die Spinnrune. Also, gib mir irgendwas dafür, dass ich hier den ganzen Weg nach unten muss. Was gibt's hier Tolles? Geheimer Bereich entdeckt, aber dafür brauchst du den Mondblumenschlüssel. Aber endlich mal eine Waffe. Da, noch eine Waffe. Ach, jetzt kommen sie alle, ne? Jetzt kommen ja die krassen Waffen. Lande in den kritischen Treffer, wenn du mehrere Ziele gleichzeitig triffst. Ja, Kriegsspeer ist eigentlich ganz geil. Weil damit kann man schön auf Distanz gehen. Aber der Degen ist jetzt eigentlich auch ganz geil, weil der ist schön schnell. Und... Na, ist ein bisschen schwächer, aber nach dem Parieren macht man halt auch noch, oder nach dem Ausweichen macht man halt auch noch geile Attacken. Komm, Kriegsspeer kommt weg. Ich hätte ihn mitgenommen, wenn ich mir jetzt eben nicht den Rapier gekauft hätte. Diesen Speer wollte ich von Anfang an haben, aber jetzt ist mir das auch egal. Jetzt habe ich ja mein Rapier. Mann, ey. So, hi, tschüss. Ich greife dich trotzdem nicht an. Was gibt's hier noch? Jetzt gibt's hier zumindest ein paar Truhen. Oh, noch so ein Deckengeschütz. 7.
Müsste stärker sein, ist auch stärker. Nehmen wir das Deckengeschütz Plus mit. Und schauen, was hier sonst noch so abgeht. Was ist denn das da eigentlich schon wieder? Das ist schon wieder irgend so ein Symbol, von dem ich nicht weiß, was es macht. Endlich bin ich aber diesen Kack los. Das freut mich richtig. Ich kann angreifen, guckt euch das an. Ja, ganz normal kann ich endlich angreifen. So, bei dem muss man nämlich aufpassen. Sein dritter Schlag geht nämlich in die andere Richtung, wenn er einen bei den ersten beiden Schlägen nicht getroffen hat. Endlich! Jetzt kann das Spiel endlich mal beginnen hier. Was bist du denn? Reißender Riemen. Ignoriert Schilde, zielt Gegner zu dir. Das ist genauso wie dieser Tentakel, den wir hatten. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Sekundärwaffe. Statt Schild nimmt man dann sowas. Und ja, wenn man dann halt den Tentakel hat, dann kann man sich an den Gegner ranziehen. Und da stand ja auch, wenn man sich rangezogen hat, dann landet man danach auf jeden Fall einen kritischen Treffer. Heißt, man zieht sich dann an die Gegner ran. Ja, und schlägt ihr dann mit der normalen Waffe. Das heißt, ich könnte jetzt einen Tentakel und den Rapier benutzen. So war das, glaube ich, geplant. Und dann mit dem Tentakel ranziehen und mit dem Rapier dann easy peasy töten. Oh, endlich habe ich aber meine Waffe. Ohne Witz. Ihr wisst gar nicht, was für eine Erleichterung das gerade ist, dass ich eine Waffe habe. So, ich darf jetzt trotzdem nicht allzu häufig getroffen werden. Werde ich natürlich trotzdem, denn ich kann mich nicht mehr heilen. Und ich kriege nur eine Heilung dazu, wenn ich jetzt halt zum Boss komme. Und eine Heilung für den letzten Boss wäre sowieso nicht lang. Sieht also gerade alles sehr, sehr schlecht aus, möchte ich damit sagen. Aua, aua. Aua, okay, was? Geil! So ein Scheißspiel. Ich hab keine gute Waffe von Anfang an gehabt. Ist das alles schlecht? Und dafür habe ich jetzt eine Stunde und 10 Minuten aufgenommen, für nichts und wieder nichts. Dieses Spiel, ey. Ohne Witz. Gut, ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie ich an diese komische Rune da drüben rangekommen ist. Dafür braucht ihr auf jeden Fall die Spinnrune, soweit ich das weiß. Dann geht ihr hier an die Wand ran, macht den Doppelsprung hier rüber, dann steht ihr hier so rum, macht eine Rolle, dann seid ihr hier in so einem Mini-Raum drin und dann könnt ihr euren Kopf weggeben und dann hüpft ihr hier so rum oder seid ihr hier drin und hier ist dann so eine komische Rolle. Toll, oder? Ja. Und dann müsst ihr euch hier rausrollen, damit ihr wieder draußen seid. So viel dazu. Gut, das war dann dieser One. Ich glaube, ich werde nicht mehr mit Schilden arbeiten, sondern mit irgendwelchen anderen Kram. Irgendwas, was... Aber rot finde ich eigentlich ganz geil. Rot und irgendwas, was einfriert oder so. Schade, ey. Ja, doofer One, aber ich werde ihn trotzdem hochladen. Ja, trotzdem danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr, das war jetzt nicht ein krassester Time-Waste. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.